Und wir fahren jetzt hier noch ganz außen rum, dass wir oben auf den Kamm kommen. Also Ansi möchte jetzt da runterfahren. So, was ziehe ich an? Ja, grün natürlich. Ne? Ja, ich will natürlich heute das perfekte Outfit anziehen, weil ich mit dem Ansi, einem Kumpel von mir, das Abonnenten, das tausende Abonnenten-Special drehen möchte. Also wenn ihr jetzt dieses Video seht, habt ihr wahrscheinlich das Abonnenten-Special schon gesehen. Das werde ich dann hier mal verlinken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, nebenbei wollen wir natürlich auch einen Vlog machen und halt auch noch Aufnahmen für das tausende Abo-Video. Und ja, ich würde sagen, ich ziehe mich jetzt an und dann werde ich Ansi unterwegs treffen. So, ich habe den Ansi jetzt unterwegs abgeholt. Hier ist er. Und wir sind jetzt hier schon am Hahnekammsee. Ihr kennt ja bestimmt das Plätzchen schon. Vom Hahnekamm-Video, aber das letzte Mal war ich da unten und jetzt sind wir hier oben und wir fahren jetzt hier noch ganz außen rum, dass wir oben auf den Kamm kommen und dann mal schauen, was wir für Trails heute fahren werden. Auf jeden Fall sind wir schon sehr fertig und sehr schmutzig. Es war schon echt sehr dreckig und ja, da ist der Ansi und wir fahren mal weiter. Puh, wir haben es geschafft und wir setzen uns jetzt mal kurz ins Restaurant vom Hahnekamm und sind irgendwie fix und fertig. Wir sind irgendwie mal einen anderen Weg gefahren wie sonst und sind irgendwie quer durch den Wald gelaufen. Meine Brille läuft auch an. Ja, ja, Ansi, auch total fertig. Cool. Dann 1000 Abonnenten. Tschüss, beschäftigt. Puh. Wenn der Fahrer so dreckig, nimmst du ein anderes. Ja, so wie Leo Cast. Gestern hast du gesehen. Ja, dieses Aufheben. Ja, ja, ist auch geil. So. Hier fahre ich ja normalerweise immer hoch. Und heute fahren wir mal hier runter. Jetzt war jetzt mal ein kleines Stückchen berghoch, aber sollen wir gleich nur noch runtergehen. Ach ja, ich stehe runter. Wenn das scheiß Sattelstütze so funktioniert nicht. Neu, oder? Ey, ich hab's ja entlüftet, ne? Das ist, weil es so kalt ist. Ich hab die erst entlüftet. Oh! So, dann gucken wir, ob wir den runterfinden. Wie? Ich denke, du kennst den Weg. Hä? Kennst du nicht den Weg? Doch, aber das ist sehr laut. Okay, sehr gut. Laut, ne? Ich folge dir. Aber ich bin schon. Also hier bin ich, glaube erst einmal runtergefahren. Das war, ich glaube, noch ganz am Anfang, also vor 2 Jahren oder so. Warum fährt er eigentlich so langsam? Weiß ich gar nicht. Wegen mir vielleicht. Normalerweise ballert er immer voll runter. Fährt auch noch im Sitzen, total unsportlich.
auf jeden Fall liegt hier auch gut Lauf. Okay. Und jetzt geht's hier weiter. Ich bin bald vegan. Ah, okay. Also, Ansi möchte jetzt da runterfahren. Ich werde es für euch filmen. Jawohl. So gut. Wer kann, der kann, ne? Den Weg kennst du nicht? Ja, oder wollen wir da hinten gucken, wo du kennst? Ich weiß halt nicht, wo wir da rauskommen, ne? Ein Pilz. Siehst du da und da? Stimmt. Was macht er? Er fährt einfach dahin. Obwohl er den Trail nicht kennt. Typisch Anzi. Ja, ich fahre doch da hinten. Komm, wir fahren hinten weiter. Doch hinten. Okay. Gut. Also das Stückchen bin ich noch nie gefahren. Vorausschauend fahren, Caro. Das sieht aber sehr interessant aus. Geht hier lang. Das ist ja krass, ey. Siehst du echt fast nicht, ne? Gar nicht, ne? Wird ungefähr wissen, jetzt geht es dann nach rechts runter. Ja. Ja, den muss man echt mal im Sommer fahren, wenn man alles sieht. Ah, jetzt ist gerade abgerutscht. Okay, ich nehme wieder alles zurück. Ansi hat Ahnung, wo wir lang fahren. Sehen. Ich bin weg, glaube ich. Fahr mal vor. Wir sind halt zu schnell. Oder ich bin nicht so schnell. Spaß auch. Ja, auch, danke. Sehr steil hier. Und mit Mischzettel unten ist das auch super, sage ich euch. Ah, verdammte Hacke. Du magst die Grünen, ne? Echt, meinst du? Ja. Dann kennt ihr mein Fahrrad bestimmt gut. Ne? Ja, ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Ja, super. Da soll ich jetzt runterfahren. Was? Na ja, gut. Ich feiere den nächsten Urlaub. Fahr ich auch rum. So, jetzt haben wir einen Trail, den ich einmal gefahren bin. Der Ansi kennt ihn gar nicht.
Mal gucken, ob ich den richtigen Weg finde. Ja. Schmeckt. Jetzt bist du bei den wenigen Grip überrascht. Ja, saurutschig hier. Da unten kommt eine Brücke. Jo. Also, ja. So, wir haben gerade einen Döner gegessen. Wir waren jetzt doch länger unterwegs wie geplant. Und jetzt fahren wir nach Hause. Bam. In die heiße Dusche. Und ja, ich würde sagen, das war's fürs heute. Das war es für heute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye bye. Ich sehe gerade eh nicht, weil das Tür direkt vor meinem Gesicht ist. Hallo? Mal gucken, wie lange ich das. Sind die alle so weit auseinander? So scheiße. Was ist denn hier mit? Das ist so schmal, oder? Ja, ich beschwerte dich, dass die so weit auseinander sind, ne? Oh Gott! Kriegst du da überhaupt genug Speed drauf? Okay. Okay, Caro ist noch nicht bereit. Okay, let's go. Yay! Hat geklappt. Wo fährst denn du lang? Ja, auch nicht alleine lassen. Ich denke gerade, wo ist er denn hin?